Inklusion in der Arbeitswelt. Ein Gewinn für uns alle. Heute besuchen wir vier Unternehmen, die zeigen, wie Beschäftigung von Menschen mit Beeinträchtigungen erfolgreich gestaltet werden kann. Die InCoop Verbrauchermärkte GmbH bieten unter anderem erfolgreich Praktikumsplätze für Menschen mit Beeinträchtigungen an. Mein Name ist Maurice Kaulicke. Ich bin bei der Firma InCoop für Personal tätig. Ich selber habe bei InCoop mit 14 als Praktikant angefangen und bin jetzt 41 Jahre alt, also so zwischen 14 und 41 bei InCoop. Und deswegen ist das Thema Praktikum ein sehr, sehr wichtiges Thema für uns. Generell sind wir ein Familienunternehmen, 1963 in Delmenhorst gegründet, haben aktuell 15 Standorte, 9 InCoop-Märkte, 2 City-Märkte, 3 Getränkemärkte und eine Produktion, beschäftigen so 450 MitarbeiterInnen und 80 Auszubildende. Das ist ein großer, wichtiger Part. Es kommt daher, dass fast jeder Marktleiter, jeder stellvertretende Marktleiter und ja, viele unserer Mitarbeiter alles ehemalige Azubis sind, mich halt eingeschlossen. Damit können wir auch bewerkstelligen, dass das InCoop-Gen, wie wir es immer so schön sagen, gelebt wird und auch gerade an die mit den Mitarbeitern gelebt wird. Wir haben unseren Fokus bei Mitarbeitern auf besondere Menschen. Also wir haben da besondere Menschen, heißt für mich natürlich Menschen mit besonderen Arbeitszeiten, das heißt die alleinerziehende Mutter oder auch besondere Menschen, die vielleicht noch nicht so lange in Deutschland sind, aber auch besondere Menschen, die halt Einschränkungen haben, wie zum Beispiel Herr Trigge. Das finden wir eigentlich für uns eine Weiterentwicklung, beziehungsweise unser Slogan heißt frische Vielfalt und Kompetenz. Und Vielfalt ist das Sortiment, das Vielfalt ist aber auch das Team. Also wir leben davon, dass wir Menschen aus anderen Bereichen haben, Menschen mit anderen Stärken, mit anderen Schwächen. Und deswegen freuen wir uns eigentlich, dass wir die Chance haben, mit so welchen Menschen zusammenzuarbeiten. Und wir haben auch einen riesen Vorteil. Im Lebensmitteleinzelhandel haben wir ganz, ganz viele verschiedene Bereiche. Das heißt, wir haben eine Backstation, wir haben eine Käseabteilung, wir haben eine Warenannahme, wir haben das Büro, wir haben eine Gemüseabteilung. Also wir haben für jeden Menschen was dabei. Also wenn jemand Bürokaufmann lernt und feststellt, die ganze Zeit am PC sitzen und auf dem Bildschirm gucken, macht mir keinen Spaß, dann gibt es dort keine Alternative. Blumengießer kann man da nicht werden. Bei uns gibt es eine Alternative, wenn der Prigge sagt, mir gefällt die Backstation so gar nicht oder es geht einfach aufgrund meines Handicaps vielleicht nicht, dann nehmen wir eine andere Abteilung. Also da hat der Lebensmitteleinzelhandel meiner Meinung nach viele, viele Chancen, das zu nutzen. Generell bin ich der Meinung, es ist ja auch der Arbeitsplatz oder viele Kollegen erzählen eigentlich, dass es nicht genug Mitarbeiter gibt. Meiner Meinung nach gibt es nicht genug Flexibilität und Einsatzbereitschaft, neu zu denken. Und das haben wir schon immer so gemacht. Und das ist, glaube ich, für uns ein Erfolgsfaktor, dass wir viele Menschen haben, die dann einfach mit Herz diesen Job ausführen. Vielleicht mit irgendwelchen Einschränkungen, welche auch immer es sind, aber dann mit Herz. Und das ist genau das, was wir eigentlich suchen. Freundliche Mitarbeiter, die gerne bei uns arbeiten möchten. Ja, hallo, David Prigge, mein Name. Ich war vorher in der Dämmelwerkstatt in Leste tätig, aber ich bin einfach kein Werkstattmensch und da waren halt Tätigkeiten, die alle nicht so meins waren. Ich habe mich schon immer mehr so für den Verkauf interessiert und das hat aber halt nie geklappt, weil ich Einrichtungen waren, die von der Agentur für Arbeit finanziert wurde und da haben sich die Leute meistens quergestellt, wenn ich ein Praktikum im Einzelhandel machen wollte, weil die haben nur meinen Rollstuhl gesehen und dann gleich gedacht, dass ich da nur sitzen kann und nichts tun kann. Und das war denen dann so schwierig, diese Aufgabe. Und dann bin ich halt in die Werkstatt gekommen und ab dann nach einem Monat arbeiten, da bin ich in den Unverpacktladen der Dämme gekommen, in Kirchweihe, war da auch knapp ein Jahr tätig. Und dann bin ich jetzt seit April diesen Jahres hier im InCoop tätig und es macht mir super Spaß. Also die Kollegen sind nett und sind alle freundlich. Auch die Kunden haben Verständnis, wenn es mal nicht ganz so schnell bei mir funktioniert, aufgrund meines Rollstuhls oder so. Und ja, also ich mache verschiedene Tätigkeiten, zum Beispiel Ware verräumen, Workshop, Kasse und auch Molkereiprodukte einräumen, alles Mögliche. Und am meisten momentan macht mir halt Kasse Spaß, weil da bin ich halt direkt am Kunden, ganz nah dran. Ist man zwar überall in gewissermaßen, aber halt an der Kasse direkt am Menschen und ja, das macht mir halt besonders Spaß.